Ja, Bildschirm freischalten brauche ich nicht. Das werde ich auch nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Alles, was ich erzähle, blende ich einfach bei mir ins Bild ein. Das funktioniert immer eigentlich ganz gut. Zum Beispiel so. Mein Thema heute sind die Prognathmata. Und die Prognathmata, also ich muss den Anwesenden, die ja alle rhetorisch sehr weit vorgebildet sind, vermutlich nicht allzu weit ausführen. Ganz grob, Prognathmata sind die Vorübungen zur eigentlichen rednerischen Übung. Und man weiß ja, die eigentliche rhetorische Übung in der Antike war die Deklamation, also die Art, ja, der Gerichtsrede mit Anklage und Verteidigung. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass es da davor Vorübungen gab. Jetzt habe ich in meinem Studium, also lustigerweise, als ich mich ich habe für vorbereitet habe, ist mir das wieder eingefallen. Ich habe tatsächlich in der mündlichen Prüfung in der Rhetorik die Prognathmata mit dabei gehabt. Also ich habe eine lange Geschichte mit denen und es ist auch schon ein bisschen her. Und ich weiß noch, dass mir damals gesagt wurde, oder beziehungsweise als ich im Studium gelernt habe, die Prognathmata, das ist eigentlich sowas wie Textbausteine. Das sind Bausteine, die lernt man und die baut man dann sozusagen zusammen und danach kommt irgendwie eine vernünftige Rede hoffentlich raus und wird ein bisschen besser. Das ist richtig, das stimmt, ja, die Prognathmata sind so eine Art Bausteine. Ne? Prognathmata, also pro vorher, das sind die Vorübungen. Je nach Zählung sind es irgendwas. Ja, es ging über die Jahrhunderte dann auch immer mal ein bisschen hin und her, so zwischen 12 und 14. Ich habe eine Zählung, die geht auf 14. Aber wie gesagt, der eigentliche Geschichtsvortrag ist der nach meinem Vortrag. Mir ist es momentan, kommt es mir viel mehr auf die Praxis drauf an. Wenn man jetzt in die Prognathmata reinschaut, dann drängt sich schon der erste Moment auf, Mensch, das sind sowas wie, ja, sowas wie Vorübungen, wie Bausteine, sowas. Wenn man sich länger mit denen beschäftigt, dann merkt man auf einmal, die Prognathmata ist mehr. Da steckt viel mehr drin. Zum einen ist es eine extrem spannende Art, Rhetorik zu erforschen, zu erleben und ganz gezielt zu üben. Oder ich mache es mal ein bisschen anders. Das Bild noch mal kurz weg. Man stelle sich vor, man möchte fit werden. Körperlich fit. Na, so. Mehr Muskeln, man hat vielleicht Rückenschmerzen, jetzt will man irgendwie sich gesund machen. Und jetzt hat man sich in den Kopf gesetzt, jetzt fange ich an, Sport zu treiben. Jetzt könnte man natürlich sich ein paar Laufschuhe kaufen und einfach losrennen oder irgendwelche wilden Übungen machen. Kann man machen, kann auch funktionieren, wird vermutlich auch was bringen. Man könnte aber auch was ganz anderes tun und sagen, ja, und das ist vielleicht eher das Moderne, wie man an sowas rangeht. Man sagt, Mensch, ich gehe ins Fitnessstudio. Und dort trainiere ich ganz gezielt bestimmte Muskelgruppen. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, ein Oberarm oder ein Rücken oder was auch immer. Und da geht man an bestimmte Geräte und dieses eine Gerät sorgt dafür, dass eben mein Rücken stärker wird, meine Oberschenkel irgendwie straffer oder was auch immer man halt eben trainieren möchte. Aber man geht nicht einfach her und trainiert irgendwie was. Und das ist das Spannende an den Prognathmata. Dadurch, dass das so viele sind und wenn man so ein bisschen tiefer auch reinsteigt, dann wird man merken, dass diese Vorübungen durchaus die Möglichkeit bieten, dass man gezielte Dinge in der Rhetorik lernen kann, üben kann, wie in einem Fitnessstudio. Ist ein bisschen übertrieben. In meiner Erfahrung ist es sogar noch so, dass die Prognathmata noch weiter gehen, weil sie einem ermöglichen, so tief reinzugehen, dass man die Chance hat, mehr über Rhetorik und rhetorisches Verständnis zu haben. Jetzt setze ich die Prognathmata tatsächlich in modernen, heutigen Seminaren ein. Es gibt zwei Elemente. Das eine ist an der Universität in Salzburg. Da machen wir so ein Zirkeltraining und da ziehen wir tatsächlich gnadenlos alle 14 durch. Die probieren wir alle aus und schauen, ob die überhaupt noch funktionieren und wie man die machen müsste, damit die heute auch laufen und was man daraus lernen kann. Was ich aber auch mache, und das ist vielleicht überraschend, ich bin zu 99% nicht an der Universität. Ich bin nicht in der Forschung. Ich bin freiberuflicher Trainer und Berater und ich bin ganz viel bei Unternehmen unterwegs. Und Rhetorikseminare in Unternehmen oder Organisationen, auch in der Wirtschaft draußen, die sind oftmals sehr knapp von der Zeit. Man hat mittlerweile sogar nur noch einen Tag zum Teil. Früher waren es mal zwei oder drei. Das wird immer kürzer, immer prägnanter. Die Teilnehmer kommen mit einem ganz klaren, ja, zum Teil Leidensdruck für eine bestimmte Fragestellung. So, und tatsächlich
nämlich die eine oder andere Übung aus dem Progymnasmata. Also wir reden hier jetzt von Übungen, die über 2000 Jahre alt sind. Die nehme ich und bereichere damit das Seminar. Warum das eine so gute Idee ist, merkt man, wenn man sich diese Progymnasmata mal ein bisschen genauer anschaut. So, jetzt kommen wir wieder zurück mit meinem Bildchen hier. Das ist so mein Titelbild, wenn ich in Salzburg das Seminar gebe. Soll so ein bisschen einschüchtern, weil hier so viel Papier da an der Seite ist. Soll eigentlich aber nur zeigen, dass es verschiedene sind. Um mal alle zu schocken, das wären die 14 Progymnasmata, falls man sie nicht sowieso schon kennt. Es geht los mit der Nacherzählung, die Fabelübung, die Sprichwortübung, die Rierübung, Beschreibung, Personifikation, Übung zum Lob, die Schmährede, also Schmährede ist sowas wie eine Tadelrede, ja, wo man dann darauf hinweist, dass was schlecht ist. Dann gibt es einen Vergleich von Zweien, es gibt eine Bestätigung, es gibt eine Widerlegung, es gibt den Allgemeinplatz oder auch die Toposübung. Dann zum Schluss noch den Ratschlag und die Nomos oder die Gesetzesprüfungsübung. Wenn man sich diese Elemente alle anschaut, dann wird man merken, ja, das sind irgendwie doch Bausteine, die kommen ja irgendwie schon aus der Redestruktur vor. Also die kennt man irgendwie. Also die Narratio, klassischer Teil der Redestruktur, ne, der Nacherzählung. Das Lob zum Beispiel, was hier auch noch mit dabei ist, das Lob ist, kann ja eine komplette Rede sein. Was haben wir denn noch so? Ach, Bestätigung, Widerlegung, das ist sicherlich sowas wie Argumentation, Pro und Contra. Und sowas wie die Übung zum Ratschlag. Naja, Ratschlag geben, Beratungsrede. Das klingt schon ziemlich sehr stark in die Richtung Beratungsrede, wenn man so in die Redegattungen reinschaut. Wenn man die jetzt alle nacheinander anschaut und man geht die durch, und keine Angst, ich mache jetzt nicht alle 14. Ich mache ein paar davon. Ein paar, wo ich denke, naja, es ist vielleicht interessant, da mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Vor allen Dingen diejenigen, wo man denkt, na, da ist sowieso nichts Interessantes dabei, weil das sind die, wo ich tatsächlich auch am meisten selber gelernt habe. Starten wir einfach mit der simpelsten ersten der Übungen, die Nacherzählung. Nacherzählung hat übrigens vermutlich jeder von uns schon mal gemacht. Die Nacherzählung ist eine der wenigen Übungen, die bis in die heutige Schulzeit überlebt haben. Das ist nämlich genau das, was man ja, was man in der Schule gemacht hat, in der ersten Klasse. Da gibt es irgendeine Bildergeschichte oder irgendeine andere Geschichte und jetzt soll man nacherzählen, was dabei passiert ist. Diese Übung ist für Erwachsene extrem hilfreich. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen, wann die Nacherzählung richtig gut wird. Wenn ich die Nacherzählung machen lasse und ich gucke so in die Quellen, die ich dazu hatte, was so in der Antike gemacht wurde, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Nacherzählung eine relativ trockene Angelegenheit ist, weil dort quasi die W-Fragen durchgegangen werden. So ein bisschen wie beim Notruf. Wer, was, wann, wo, wie, warum, mit welcher Absicht und so weiter. Wenn man die einfach durchgeht, hat man danach einen Bericht, in dem eigentlich alles drinsteckt, was man an Informationen braucht. Wenn man das tatsächlich übt und mal macht, dann wird man ein bisschen leichter zum Beispiel Statusmitteilungen geben können. Also ohne Witz, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen bin und ich habe ein Projekt, dann gibt es immer den sogenannten Statusbericht, also wo steht unser Projekt in dem Moment? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn alle Informationen so knackig wie möglich rüber? Wenn man mal diese Nacherzählungsübung macht, ne, wo man alles Wilde dabei hat und dann nochmal nacherzählt und die knackigsten Punkte bringt, dann lernt man alles, was wichtig ist, mit reinzunehmen. Wenn ich also die Nacherzählungsübung mit meinen Studierenden mache, dann setze ich nochmal eins oben drauf. Und dann sage ich mal, jetzt fasst mal was zusammen, was richtig lang und groß ist. Und eine meiner Lieblingsübungen, das ist so ein bisschen, man merkt, ich habe die Progymnasmata einfach weitergedacht an manchen Stellen. Und eine meiner Lieblingsübungen ist, dass ich hergehe und sage, erinnert ihr euch an ein Buch, eine Geschichte oder am allerbesten einen Hollywood-Film? Und jetzt gebe ich euch, sagen wir mal, 5 bis maximal 10 Sätze und ihr fasst mir zusammen, um was es in dem Film ging. Und das ist eine Übung, in der man sehr, sehr schnell lernen kann, auf den Punkt zu kommen, die Struktur eines Textes oder eines Filmes in dem Fall zu erkennen und weiterzugeben. Das ist nicht immer besonders spannend, aber in dem Moment wird es sehr, sehr interessant, was das Wesentlichste davon ist. Jetzt merkt man, diese Progymnasmata, die haben irgendwie so gar nichts damit zu tun, dass man sich vorne hinstellt und irgendwie so Aktion macht oder irgendwie so mit Video aufgezeichnet wird. Und ich finde, das ist einer der größten Vorteile, komme ich aber nachher nochmal dazu. In den Progymnasmata
lernt man zu sprechen und die Inhalte rüberzubringen und man verzettelt sich nicht so sehr mit diesen Äußerlichkeiten. Wir haben eine Gesellschaft, in der wir irgendwie immer auf das Äußere achten und manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen verlernen zuzuhören und auch verlernen, klar die Sachen auf den Punkt zu bringen. Und so simpel und so schlimm es klingt, die Nacherzählungsübung, so einfach die ist, ist eine wunderschöne Übung, um dafür zu sorgen, dass man eben mehr auf den Punkt kommt, die wichtigsten Sachen drin lässt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, das ist jetzt, okay, ja, ein bisschen nacherzählen. Einen Schritt weiter gedacht. Was passiert eigentlich, wenn ich bei einer Nacherzählung einen Teil weglasse? Ja, so. Wie erzeuge ich eigentlich Neugierde in einer Rede? Wie baue ich das auf? Kann man mit der Nacherzählung wunderbar machen, weil das sozusagen die Vorübung zum Teaser ist. So einen kleinen Teaser zu machen. Ein Teaser entsteht nicht dadurch, dass ich anfange und sage, hey, das ist toll, glaubt mir das, drückt da drauf im Internet, um zum Beispiel irgendwie einen Link zu folgen. Ein Teaser entsteht durch die Weglassung von Elementen. Ich teaser sozusagen an. Wie funktioniert das? Naja, ich nehme jetzt zum Beispiel die Narration, ich nehme diese Elemente mit, wer, was, wann, wo. Und jetzt nehme ich ein einzelnes Element raus. Und wenn ich das mache, dann beginne ich einen Satz und im Kopf der Zuhörer wird dieser zu Ende gemacht. Das ist interessant. Wenn ich anfange, einen Satz zu sagen und der ist noch so ein bisschen offen und ich mache das Ende jetzt noch nicht so ganz, dann neigt man dazu. Man will irgendwie dieses Ding immer wieder zumachen. Was meint er jetzt? Was kommt jetzt da danach? Und genauso funktioniert der Teaser. Ich nehme die Elemente aus der Narratio raus, die ich denke, die sind am spannendsten. Aber ich füttere ja ein klein wenig mit Inhalt an. Dann kommt so ein klassischer Fünfzeiler raus. Und auf einmal wird das Ding interessant und spannend. Und jetzt merkt man, hey, es ist die allererste, simpelste Übung von allen. Und jetzt setzt man eins oben drauf und merkt, oh, das ist ja für das heutige Schreiben von Internettexten oder von Aufmerksamkeitserweckung extrem spannend, weil ich das damit üben kann. Jetzt können wir die nächste Übung angucken, die übrigens in der Klassik, also in der Antike, meistens die Übung war, die so die allererste war, die gemacht wurde, ist die Fabelübung. Fabel ist vermutlich bekannt, das ist einfach eine Tiergeschichte. Und das ist aber eine besondere Tiergeschichte, weil eine Fabel immer die Geschichte, naja, mit einer Moral ist. Und man benutzt ja diese Fabeln, um Kindern Werte zu vermitteln. Das ist sehr spannend, wenn man das sich mal anguckt, wie das in der Antike funktioniert. Also von Aesop zum Beispiel, die Fabel nehme ich immer sehr gerne her. Und wenn man die einfach nacherzählt. So, ja, übrigens, die klassische Fabelübung ist reine Nacherzählung. Mit den Studierenden heute kann ich einen Schritt weitergehen und zum Beispiel dafür sorgen, dass die nicht nur das runterschreiben oder so, sondern dass die die Fabel auch ausformulieren. Also vortragen. Was man jetzt bei der Stelle lernt, ist bildlich zu sprechen. Weil wenn ich jetzt so ein scheues Reh habe, einen listigen Fuchs, eine träge Schildkröte, ein etwas tumpen Elefanten, einen herrschaftlichen Löwen, dann müssen diese Bilder in den Köpfen der Zuhörer entstehen. Und ich muss es so beschreiben, dass es dort ankommt. Einen kleinen Nebeneffekt kriegt man bei der Fabel noch dazu. Die Fabel unterscheidet sich mit der Nacherzählung bei einer ganz tollen Sache, nämlich die Fabel hat ja die Moral. Die Moral am Ende. Und was man hier jetzt lernen kann, ist, naja, wenn ich einen Text formuliere, dann gibt es eine Botschaft am Schluss. Also eine Moral der Geschichte ist ja nichts anderes als die Botschaft, die vermittelt werden soll. Und das ist so ein Urprinzip ja in der Rhetorik, so wie ich das in Tübingen ja auch gelernt habe, so dieser Persuasionsansatz. Ich versuche jemanden zu überzeugen. Ja, aber erstens wovon und zweitens wie? Was soll ich denn dem sagen? Und diese Verknüpfung zwischen dem, was für eine Geschichte, mit welcher Botschaft, lernt man bei der Fabel nebenbei. Tatsächlich in meinen Seminaren gehe ich her, also das ist, Fabel mache ich meistens nur an der Uni, da gebe ich den Studierenden auch mal frei zu sagen, hey, entwickle deine eigene Fabel. Überleg dir eine Moral, die du vermitteln willst und welche Geschichte könntest du dazu erzählen. Und da ist mir mal was ganz, ganz Spannendes passiert und das ist so die dritte Ebene. Also die erste war dieses bildliche Sprechen, das zweite ist erkennen, was Botschaft und Text bedeutet. Und dann kam eine dritte Botschaft oder dritte Information oder tolle Sache, was die Fabel betrifft, hervor. Und zwar die Botschaft an sich und die Werte, die damit verbunden sind, wie die sich ändern. Ich habe meinen Studierenden eine Aufgabe gegeben und habe gesagt, ihr habt hier verschiedene Fabeln von Aesop und da gibt es eine Fabel dabei, da geht es um diese kleine Schildkröte. Und diese Schildkröte würde gern fliegen lernen wollen. Und jetzt belabert sie die ganze Zeit den Adler und sagt, Mensch, Adler, ich will fliegen lernen, nimm mich mit. Der Adler sagt, komm, das bringt nichts, du bist eine Schildkröte, du kannst nicht fliegen. Na, bitte, 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 nimm mich mit, geht den Adler total auf den Geist dabei. Irgendwann mal gibt der Adler nach und sagt, okay, jetzt nehme ich dir halt mit.
Adler fliegt hoch, hat so eine Schildkröte dabei, 100, 200, 300, 500 Meter. Ganz oben lässt der Adler die Schildkröte fallen, ja, damit sie dann fliegen kann. Und was passiert? Schildkröte fällt 500 Meter auf den Boden und zerschellt und ist tot. Das ist die Originalgeschichte. Was ist die Moral der Geschichte im Original? Naja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Schildkröte versucht nicht zu fliegen. Bauer bleibt Bauer, Adliger bleibt Adliger, bleib in deiner Ka. Das war in der damaligen Zeit ja auch, oder über viele Jahrhunderte, auch ein guter Ratschlag, den man seinen Kindern geben konnte. Meine Studierenden kamen damit überhaupt nicht klar. Erstens, dass die Schildkröte starb, fanden sie ganz furchtbar. Und irgendwie die Moral passte ihnen überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, okay, könnt ihr, schreibt es um, aber sagt mir bitte dazu, welche Idee ihr da dazu habt. Und dann gingen sie her und haben die Fabel neu gemacht. Ging ungefähr genauso los, ne? War also die Schildkröte. Und die will wieder den Adler da bezirzen, dass er sie mitnimmt und kriegt sie auch so weit. Adler wird genervt, fliegt nach oben, wieder 500 Meter in der Luft. Er lässt die Schildkröte fallen, die Schildkröte fällt runter. Der Boden kommt immer näher. Auf einmal zieht die Schildkröte kurz ihre Ärmchen rein in den Panzer und als sie sie wieder rausnimmt, hat sie so kleine Flügelchen an die Arme gemacht und auf einmal kann die Schildkröte so über den und landet natürlich ganz toll und jetzt kann die kleine Schildkröte fliegen. Geil, oder? Die Formulierung, also die Moral, die meine Studierenden eingebaut hatten, war nicht Schuster, bleib bei deinen Leisten, sonst stirbst du, sondern hey, wenn du an dir arbeitest und wenn du kreativ bist, dann kannst du als Schildkröte auch fliegen. So, glaub an dich, mach das. Und jetzt auf einmal merkt man, Mensch, Werte ändern sich und Botschaften ändern sich. Und das mit dieser simplen Fabelübung kann man auf einmal auf einem ziemlich tiefgreifenden Niveau so auch das eigene Wertesystem hinterfragen. Wir reden ja übrigens immer noch von den Kinderübungen in der Antike. Man merkt, da kann richtig viel drinstecken, wenn man nur lange genug nachhakt. Die Übung, die ich persönlich, so mein Einstieg in die Programmiersmatte eigentlich war, ist die Kriya-Übung. Die Kriya-Übung ist, ich mag sie. Sie ist einfach geil. Die Kriya-Übung besteht aus 7 Schritten. Kriya, also griechisch, wenn man es übersetzt, heißt so viel wie etwas Nützliches. Gemeint ist damit ein Zitat oder etwas, wo man sagt, hey, das ist was Spannendes, ja, das muss man weitergeben. Kluger Mensch hat einmal das oder jenes gesagt und das trage ich jetzt einfach zu anderen hin. Kriya besteht aus genau genommen 7 Schritten. Zeig dir mal ganz kurz. Ich habe es ein bisschen grafisch aufgebaut. Die Kriya beginnt erstmal mit dem Lob von der Person, die ich zitieren möchte. Der große Alexander hat schon das und das gesagt. Man sagt mir das Zitat, was er eben gesagt hat, und dann zeigt man die Bedeutung des Zitates auf. Übrigens, wenn man die Kriya nicht komplett durchziehen will mit allen 7 Schritten, die ersten 3 sind geil. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Nicht unbedingt akademischer Ton, den ich gerade verwende. Ich mag die Kriya. Weil bei der Kriya lernt man etwas ganz Tolles. Wir hatten ja gerade bei der Fabel schon diese Geschichte mit Text und Botschaft. Hier dechiffriert man die ganze Geschichte andersrum. Ich beginne mit dem Lob des Zitierten, dann sage ich das Zitat und dann kommt die Bedeutung des Zitates. Also was ist eigentlich das Tolle an dieser Geschichte? Was ist das Tolle an diesem Zitat? Warum ist es sinnvoll, das weiterzugeben? Warum finde ich das toll? So, und das ist total interessant. Wer glaubt, wenn ich ein Zitat sage, dann würde jeder das Gleiche darin hören, liegt vollkommen falsch. Immer wenn ich die, ich habe so eine Sammlung an Zitaten, ich gebe die dann immer an meine Studierenden oder auch, das mache ich auch gerne mal im Unternehmen, gebe das denen dann mal raus, so können sie irgendwas rausnehmen. Und es ist erstaunlich, meine Interpretation des Zitats deckt sich ganz oft überhaupt nicht mit dem, was meine Teilnehmenden machen. Das ist echt spannend, weil die irgendwie einen anderen Hintergrund haben, eine andere Erfahrung dazu haben und auf einmal interpretieren die das komplett anders. Was man dann lernt, wenn man das ein, zweimal macht, ist, hey, ich kann nicht einfach nur ein Zitat oder irgendeine Geschichte erzählen. Ich muss immer die Botschaft, die damit verbunden ist, auch erklären. Ich muss erklären, was ich meine. Und das ist wiederum sehr, sehr hilfreich für all die Leute, die immer meinen, ich erzähle etwas und dann hat es schon jeder verstanden. Nee, hat man überhaupt nicht. Wenn es dann weitergeht und man sagt jetzt, okay, wir haben das Zitat, wir haben das Bedeutung des Zitats, dann kommen die nächsten Schritte und ich habe es immer ein bisschen. Wie gesagt, mit Grafisch so ein kleiner Blitz. Wenn man das Lob genannt hat, Zitat, Bedeutung des Zitats, kommt das Gegenteil. Also, was wäre, wenn das Zitat nicht stimmen würde? Dann geht man weiter und sagt: Hey, wo ist das denn jetzt auch noch? Im Großen, beim Vergleich oder beim Beispiel so im normalen Leben? Und wenn man das gemacht hat, kann man ja noch sagen: Mensch, mir fällt da nochmal ein anderes Zitat ein, die das auch sagen. Was jetzt genial ist, man hat jetzt, also 7 Schritte sind es dann, wenn Vergleich und Beispiel 2 einzelne sind, man hat 7 Schritte.
Und man muss alle 7 Schritte in der vollständigen Krähe auch drauf haben. Man kann die auch auswendig machen. Dann wird es eine richtig tolle Fingerübung, weil man kriegt ein Zitat. Da sagt man, oh, das ist ja von dem und dem, der ist ja sehr interessant, große Persönlichkeit. Das Zitat nochmal wiederholen, dann lernt man auch mal vernünftig vortragen eines Zitats, weil das muss man auch gut aussprechen können. Da muss man die Erklärung bringen und sagen, warum ist das Zitat interessant? Und erst jetzt, und deswegen habe ich so ein bisschen eingeklammert, funktionieren alle anderen Sachen. Wenn ich bei Punkt 3, bei der Bedeutung des Zitats sozusagen versage, weil ich es nicht geblickt habe, um was es geht, kann ich es auch nicht rumdrehen, ich finde keinen Vergleich, ich finde keine Beispiele und so weiter. Es wird ganz oft diese Formulierung genannt, macht es doch mal ein bisschen bunter, macht es doch mal ein bisschen besser, macht es ein bisschen klarer. Oder mach eine bessere Struktur in deinem Vortrag. Bei der Kriege habe ich nicht nur Begrüßung, 3 Inhaltspunkte und Schluss, sondern ich habe 7 Schritte, die ich nacheinander durchgehe, die ich auswendig auch machen kann. Das ist eine wunderbare Gedankenübung. So, und jetzt macht man das natürlich nicht so, dass man hergeht und sagt, erstmal das Lob, jetzt sage ich Ihnen das Zitat, jetzt sage ich die Bedeutung. Nein, nein, man sagt es einfach. Meine Damen und Herren, wie schon der große, was weiß ich wer, Martin Luther King gesagt hat, kommt das Zitat. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, was er damals gesagt hat, weil, wissen Sie, wenn das nicht stimmen würde, dann wäre die Welt ja eigentlich ganz schrecklich. Das Gegenteil. Und Sie sehen das übrigens auch in einem anderen Bereich. Das werden Sie auch an Ihrem eigenen Leben erkennen. Vielleicht kennen Sie das Beispiel aus Ihrer Familie. Hat nicht auch schon der andere gesagt? Und auf einmal hat man geradezu eine ganze Rede und dadurch, dass man die Punkte nicht einzeln sagt, muss man die zueinander verkleiden. Das heißt, was man macht, ist diese Simulatio, dieses Verstecken der Struktur, die da dahinter ist. Ja, manche Reden sind ja wirklich totales Staccato, wo man denkt, oh Gott, jetzt kommt der Punkt, der Punkt, der Punkt. Also wenn man zum Beispiel viele Debattenreden hört, kann man irgendwann mal dieses, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen 3 Argumente, Argument 1, Argument 2, Argument 3, ich habe Ihnen 3 Argumente, das kann man irgendwann immer hören. Mit der Krähe kann ich hergehen und kann einfach das Elegante lernen, dieses, wie geht es im Übergang und so weiter. Das heißt, ich lerne viel, ich weiß, wie das mit dem Dechiffrieren von Inhalten funktioniert, das heißt, ich kann also besser auch lesen und vor allen Dingen, und jetzt kommt was Spannendes, ich lerne nochmal was über Rhetorik. Und zwar, ganz oben beim Lob des Zitierten, es ist immer spannend, warum fange ich eigentlich an mit dem Lob des anderen? Hier kann man endlich mal was lernen, was mit Ethos zu tun hat. Ja, Lob des Zitierten ist ja nichts anderes als ein Ethosaufbau, also so Glaubwürdigkeit der Person, weil im Endeffekt fange ich ja an und sage sowas wie, meine sehr verehrten Damen und Herren, schon der große Mahatma Gandhi hat das gesagt und da ist er ganz meiner Meinung. Das heißt, wir sind sozusagen auf Augenhöhe. Ja, und damit bin ich dann der Größe und ziehe mich mit dem auch hoch. Ich stehe in dessen Licht. Und da kann man schon wieder mal lernen, wie dieses, also aus der Rhetoriktheorie, wie das funktioniert. Und das Schöne dabei ist, das funktioniert mal so nebenbei. Man macht die Übung und man merkt, ah, so funktioniert das. Das ist die Idee da dahinter. In dem Programm Lazmata selber sind noch einige dabei, die extrem spannend sind. Also ich gehe mal so grob durch, was noch so die Highlights sind. Bei der Beschreibungsübung ist es die da, da geht es darum, tatsächlich mal etwas zu beschreiben. Also zum Beispiel dieser Stift, wie würde ich den beschreiben, wenn ich kein Bild dazu habe? Das lehrt einen unglaublich gut, dafür zu sorgen, nüchterne Sachverhalte so zu beschreiben, dass es jemand anders versteht. Wenn man mit Technikern zusammenarbeitet und die versuchen, was Technisches zu erklären, extrem geniale Übung, wird übrigens auch spannend, weil in der Ursprungsvariante ist es sogar so, dass man Menschen beschreibt und Gesichter. Und das mal so zu machen, ohne irgendwelche Schubladen aufzumachen, ist extrem schwer. Schärft aber ungemein das Sprachgefühl auch und auch was zum Beispiel gendergerechtigkeitsmäßig geht. Bei der Lobrede ist, wer denkt, die Lobrede ist simpel und einfach und es ist nur eine Vorübung, der hat sich total geschnitten. Bei der Lobrede kommt es extrem darauf an, ob ich wirklich etwas zu Lobendes finde und das dann auch richtig rüberbringe und richtig vortragen kann. Ich habe Lobreden erlebt, wo ich mir dann nachgedacht habe, oh, was haben die denn für ein Händeln miteinander. Dabei war es eigentlich alles ganz gut gemeint. Gibt es ja auch diese Jenninger-Rede vom Bundestagspräsidenten. Ach, da hat das, ja, da haben manche Sachen nicht so ganz funktioniert, zum Beispiel das mit dem Zitieren. Das wird man bei der Lobrede auch merken. Was auch sehr schön funktioniert, ist das Gegenstück dazu, das ist die Schmäh- oder Tadelrede. Da merkt man auf einmal, wie schnell es eigentlich geht, jemanden in die Pfanne zu hauen, obwohl man es vielleicht gar nicht will.
Bestätigung und Widerlegung, das ist tatsächlich das, was wir vorhin schon gedacht haben. Das ist so etwas wie ein Argument dafür, dagegen und so eine Vorstufe zum richtig guten Argumentieren. So, und jetzt gibt es noch drei hier unten. Es gibt den Ratschlag. Der Ratschlag ist tatsächlich so etwas wie, naja, also so wie ich das gelernt habe oder erkannt habe in den Quellen, die ich gefunden habe, ist wirklich der Ratschlag. Und das ist die Vorstufe zu einer richtigen Beratungsrede. Und am besten werden die, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin ein liebender Vater oder liebende Mutter und ich möchte meinem Kind einen Ratschlag geben. Oder ich bin eine gute Freundin oder ein guter Freund und möchte meinem guten Freund einen guten Ratschlag geben. Tu das oder lass es. Lernt man sehr, sehr viel darüber, was man sagen kann, damit man es überhaupt annehmen kann. Lernt man viel auch über Feedback und sowas. Wer mit Nomos sich beschäftigen möchte, der wird dann feststellen, es ist ganz interessant zu sehen, wie man ja, Gesetze prüft. Dann wird man viel über Regeln lernen und deren Anwendbarkeit. So, und wenn jemand sagt, ich würde gerne mal in die tiefsten Tiefen einsteigen und mal die vielleicht herausforderndste aller Übungen machen, dann würde ich vorschlagen, sich mal mit der Allgemeinplatzübung zu beschäftigen, weil hierbei kann man etwas lernen, was man sonst nie lernt, nämlich wie schaffe ich es, einen Saal von Menschen so hoch zu treiben, dass die richtig sauer werden. Und das ist das Spannendste an der Topos-Übung. Die lehrt einem die hohe Kunst, mit Kontrasten zu arbeiten. Und wenn man das auf die Reihe bekommt, dann rockt man einen Saal, dass die regelrecht die Stühle rausreißen oder ihre Schwerter zücken oder sowas. So, was ich jetzt gemacht habe, war, ich gebe es dazu, es war im Schweinsgalopp ein klein wenig durchgeknallt, mal ein paar von den Vorgymnasmata dazu nehmen. Und ich habe extra die einfachen genommen, einfach um zu sehen, wie wirkmächtig die sind. Und wenn man etwas mehr auf den Inhalt achtet und ein bisschen mehr den Menschen erklärt, wie man eine Rede vernünftig aufbauen kann und wie man die Botschaften rüberbringt, dann werden heutige Seminare, gerade zum Thema Kommunikation und Rhetorik, um so viel besser, weil man sich nicht immer mit dem Äußeren so beschäftigt, sondern wirklich sich um die Inhalte mal kümmert und dann auch mal richtig schöne Vorträge hinbekommt, die einen roten Faden haben, die bildlich sind und ach, die uns einfach mehr, viel, viel mehr erfreuen würden und vielleicht diese Welt einen Tick besser machen. Man merkt, die Progymnasmata ist kein alter Kram. Man muss sie nur anwenden und verstehen, was es dabei geht. Und dann auf einmal haben die eine Wirkmacht, die ist einfach nur genial. Okay, vielleicht konnte ich den einen oder anderen ein klein wenig, naja, vielleicht hat jemand gemerkt, da ist was drin. Dankeschön.